Hallo liebe Schach960-Freunde, die heutigen drei Taktikaufgaben stammen auch wieder vom Schach960-Festival Berlin 2024 und sie sind alle von etwa dem gleichen Schwierigkeitsgrad. Das hier ist die erste Aufgabe. Hier hat Weiß zwei Mehrbauern und steht auch tatsächlich etwas besser, aber nach Turm B2 wäre ihre Aufgabe, Weiß war Anna Zatonsky, noch nicht so trivial. Es wäre schon noch ein weiter Weg zum Sieg. Schwarz hat an dieser Stelle aber Dame B2 gespielt, was nun einen schnellen Schluss für Weiß ermöglicht. Die Frage lautet also, wie ist hier die beste Fortsetzung für Weiß? Das hier ist die zweite Aufgabe, die auf den ersten Blick komplizierter erscheint, aber bei sorgfältiger Analyse sollte der stärkste Zug für Schwarz in dieser Stellung nicht allzu schwer zu finden sein. Weiß hat hier Dame C2 gespielt, den Angriff des Turms B4 auf den Springer A4, also mit dem Gegenangriff auf den Springer C6 beantwortet. Und für euch gilt es nun hier, den stärksten schwarzen Zug zu finden. Und vor allen Dingen durch eine gründliche Stellungsanalyse erst einmal herauszufinden, ob Schwarz hier auf Gewinn spielen kann oder vielleicht mit einer Ausgleichsfortsetzung zufrieden sein muss. Also, wie ist hier die stärkste Fortsetzung für Schwarz? Und damit sind wir bei der dritten Aufgabe. Hier in dieser Stellung hat Schwarz soeben Springer F6 nach D5 gespielt und angesichts der Drohungen Dame schlägt B4 und auch Läufer F6 scheint Schwarz hier die Initiative zu haben. Aber weit gefehlt. Springer D5 war ein Fehler. Und daher lautet die Aufgabe für euch, hier die beste Fortsetzung für Weiß zu finden, mit der Weiß zu einem klaren Materialvorteil kommt. Und damit sind wir bei den Lösungen. Hier Dame B2 in der ersten Aufgabe ist einfach viel zu optimistisch. Nach diesem Zug sind alle drei schwarzen Figuren weit, weit vom schwarzen König entfernt und das ermöglicht dem Weißen hier einen schnellen Mattangriff. Das wichtigste Detail in der Ausgangsstellung ist eben, dass die schwarze Dame das Feld E7 gedeckt hat und das Springerschach nicht möglich war. Nach Dame B2 sieht das natürlich anders aus. Springer E7 ist hier ein klarer und relativ einfacher Auftakt zum Mattangriff. König H8, das wäre eine Variante, kann Weiß mit Dame D8 Schach beantworten, König H7, Dame G8, König H6 und nun H4. Das ist am klarsten und überzeugendsten, es droht matt auf H8, G6, Springer F5 Schach, GF5, Turm D6. Das sind alles recht gut bekannte Mattmotive, F6 und es wird matt mit Dame G5 Schach, König H7, Turm D7, König H8 und Dame G7 matt. Zurück in die Stellung nach Springer E7. Schwarz hat auf König H8 verzichtet und König H7 gespielt. Nun allerdings geht dieses Abzugsschach E4, E5. Nach König H6 wäre nun Dame F5 am stärksten. Weiß muss tatsächlich überhaupt nicht mit Schachs arbeiten, sondern kann sich diesen ruhigen, vorbereitenden Zug leisten. Schwarz hat tatsächlich keine starken Drohungen, aber es droht Springer G8 matt. Und nach Dame B8 kann Weiß mit Turm D6 fortsetzen und nach G6 mit dem Turmopfer auf G6 matt setzen. Ein anderes Mattbild sehen wir, wenn Schwarz statt Dame B8 G6 spielt. Hier kommt Springer G8, König G7, Dame F6 und König G8, Turm D8, König H7 und ein Matt auf H8. Auch das sind alles sehr vertraute Mattbilder. Nach E5 kam also nicht König H6, sondern G6 und es ging weiter mit
Dame d8 und der weiße Angriff ist einfach zu stark. Spielt Schwarz hier zum Beispiel Turm c1, um den Turm auf d1 zu neutralisieren, so kommt Dame g8, König h6, Dame h8, König g5, Dame f6, Schach. Hier sehen wir, dass der Bauer e5 auch noch eine wichtige Rolle im Angriff spielt. König h6 und nun Springer f5, Schach, König h7 und Dame g7 matt. Wieder ein anderes, aber eben auch sehr vertrautes Mattbild. Aus diesem Grund hat Schwarz wohl Dame e5 hier gespielt. Es ging weiter mit Dame g8, König h6 und Dame schlägt f7. Nun droht wieder auf g6 das Matt, Springer f4 und h2, h4. Und wieder droht Springer g8 matt. Und dieses Matt wäre nur noch durch Opfer des Turms auf c8 zu verhindern gewesen. Aber das ist natürlich hoffnungslos. Schwarz hat hier aufgegeben. Die zweite Aufgabe ist etwas kniffliger, weil die Stellung etwas komplizierter und ungewohnter ist. Was ist hier los? Die weiße Dame hat den Springer auf c6 angegriffen. Der Turm b4 greift den Springer a4 an. Und sicherlich habt ihr auch erkannt, dass auf g4 ein Freibauer für Schwarz auf dem Brett ist, der eventuell auch gefährlich werden könnte. Allerdings ist der schwarze König etwas unsicherer platziert als der weiße. Wenn wir erst einmal die Schlagfälle anschauen, dann erkennen wir, dass Turm a4 dem Schwarzen nicht viel einbringt. Hier kommt Dame c6 natürlich und der Bauer e6 ist ungedeckt. Der Turm a4 ist ungedeckt. Das ist auf gar keinen Fall eine gute Fortsetzung. Weiß steht hier klar besser. Das gleiche gilt für Springer f6. Hier kommt auch Dame c6. Der Springer a4 ist nun gedeckt. Es droht Springer a5, natürlich auch wieder Dame e6. Hier wird schnell klar, dass auch das eine deutlich bessere Stellung für Weiß ist. Dann haben wir Springer schlägt d4. Hier ist mehr oder weniger klar, dass auch Springer d4 erzwungen ist und nach Turm d4 stellt sich nun die Frage, ob Schwarz wegen seines Freibauern eventuell besser steht. Aber auch hier ist Dame c6 eine gute Antwort. Und man muss anerkennen, dass Weiß genügend Gegenspiel hat, um das Gleichgewicht zu wahren. Zum Beispiel hätte nach g3 Weiß ganz einfach mit Dame a6 Dauerschach. Versucht Schwarz mit Turm b4 dieses Dauerschach zu umgehen. So kann Weiß mit a3 kommen, Dame b7 und Dame e6. So können wir natürlich als Schwarzer dann auch wieder nicht spielen. Hier hängt der Bauer d5, es droht Springer c5 und so weiter. Hier hat Schwarz alle Hände voll zu tun, um seinen König sicher zu halten. Hier kann er sich nicht leisten, alles auf seinen G-Bauern zu setzen. Soweit also die Schlagfälle, die nicht funktionieren für Schwarz, es sei denn, er lässt diese Dauerschachvariante zu. Aber Schwarz hat natürlich noch andere Kandidatenzüge und damit meine ich natürlich die Deckung des Springers c6. König b7 können wir auch schnell abhaken. Hier kann Weiß mit Springer ac5 kommen und nach Springer c5, Springer c5, König c8 und Springer e6 wird auch wieder klar, dass das dem Schwarzen überhaupt nichts einbringt. Schon wieder hängt der Springer c6, der sogar gefesselt ist. Also so geht es definitiv auch nicht. Ja, und dann bleibt eigentlich nur noch ein Zug und das ist Springer db8. Auch dieser Zug deckt den Springer c6. Und bei genauem Hinsehen hängt nun tatsächlich der Springer a4 und auch der Bauer d4. Und dagegen gibt es erstaunlicherweise keine gute Antwort von Weiß. Es wird schnell klar, dass der Springer a4 ziehen muss,
Denn auf Springer BC5 zum Beispiel kommt natürlich Springer D4 und Weiß hat kein gutes Feld für seine Dame zur Verfügung. Ganz übel käme es zum Beispiel nach Dame C3 und Springer B5. Das ist schon ein Damenverlust für Weiß. Entweder kommt nach Dame C2 schon auf A3 gleich die Gabel oder nach Dame E1 Springer A3, König A1 Springer C2 die andere Springergabel. Von daher ist klar, dass Weiß tatsächlich den Springer A4 ziehen muss. Schauen wir also Springer C3 an. Hier muss Schwarz nun aufpassen. Springer D4 geht hier nicht gut, wegen Springer schlägt D4, Turm D4 und Springer B5 mit Doppeldrohung für Weiß, damit C7 matt und Springer D4 natürlich. So darf Schwarz nicht spielen, aber er hat noch Springer C3 A4. Und das ist gut für Schwarz. Springer C5 und Springer D4 und es läuft wieder rund. Vom weißen Angriff ist nichts mehr zu sehen. Ja, dann bleibt aber eigentlich nur noch die Fortsetzung Springer AC5. Aber auch hier hat Schwarz A5, A4. Das ist erneut hier ein wichtiges Detail. Auch hier wäre Springer D4 nicht gut wegen Springer schlägt D4, Turm D4 und Springer E6 mit der gleichen Doppeldrohung wie gerade eben. Aber auch hier A4 ist ausreichend und stark und wichtig. Der Springer muss ziehen. Schwarz hat eine kompakte Verteidigungsstruktur hier aufgebaut. Weiß hat keine Möglichkeit, taktisch zu kommen, irgendwie den Springer zu opfern. Aber nach Springer D2, und das war übrigens auch die Partiefortsetzung, kam nun Springer D4, Dame C3 und Springer BC6 und Schwarz stand klar besser. Daran ändert auch Springer E6, Springer E6, Dame C6 und Dame D3 Schach nichts. Nach König A1 und Springer D4 hatte Schwarz die Initiative und in höherem Sinne schon eine Gewinnstellung. Ja, Springer DB8, ein starker Zug, den Vitali Kunin hier entdeckt hat. Mit diesem Zug hat er die Weichen zum Sieg in dieser Partie gestellt. Und damit zur Lösung der dritten Aufgabe. Ja, ihr habt das Motiv, um das es wieder einmal geht, sicherlich schon erkannt. Es geht um den Damenfang. Springer D5 war ein Fehler, weil dieser Zug der schwarzen Dame den Rückzug abschneidet. Hier ist Läufer D2 die stärkste Fortsetzung und Weiß, Großmeister Igor Gleck, hat sie auch gefunden. Und bei genauem Hinsehen gibt es gegen die Idee Läufer B3 oder auch Turm C1 mit Gewinn der Dame schon keine gute Verteidigung mehr für Schwarz. Zum Beispiel käme nach Dame G4 einfach H3. Auch hier am Königsflügel hat Schwarz keine Fluchtfelder. Nach A5 käme ganz einfach Turm C1. Die schwarze Dame ist gefangen. Also hat Schwarz Läufer F6 gespielt. Aber nun ist Dame A3 hier das genaueste. Dame B1 wäre schwach, wegen Läufer schlägt A1 und nach Läufer B3 kann sich Schwarz mit Springer C3 retten. Darauf sollte man nicht hereinfallen, aber Dame A3 ist überzeugend und gut. Natürlich bleibt der Bauer B4 gedeckt. Hier kam nun Läufer A1 von Schwarz. A5 hätte hier noch ein anderes Motiv aufs Brett gebracht, aber es hilft Schwarz auch nicht. Läufer B3 wäre hier jetzt nicht die richtige Fortsetzung, wegen A schlägt B4 und wieder rettet sich die schwarze Dame gegebenenfalls über C5. Aber Turm C1 ist hier stärker, denn nach A schlägt B4 hat Weiß diesmal Dame A7. Mit Angriff auf den ungedeckten Turm B8, weswegen Springer C3 hier nichts einbringt. Weiß gewinnt den Turm auf B8. In der Partie zog Schwarz sicherlich zerknirscht Läufer
A1. Es kam nun Läufer B3 und nach Dame B3 etwas Besseres hat Schwarz einfach nicht zur Hand und Läufer F6, E4 und Springer DF4 hatte Weiß deutlichen Materialvorteil und auch schon eine ordentliche Initiative. Schwarz gelang es nicht, diese Partie zu retten. Das waren die drei Aufgaben von heute. Auch nächste Woche gibt es noch einmal drei nette taktische Aufgaben aus diesem Turnier. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Bis dann also, ciao!